Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Clash Royale. Jo, heute ist eine neue Karte veröffentlicht worden. Wahrscheinlich hat der ein oder andere das ja schon gesehen, der heute schon online war, mindestens einmal. Der hat das schon gesehen. Aber die Leute, der ist ab 18 Uhr online gehen, wenn sie mein Video sehen, die haben es noch nicht gesehen. Und das ist die neue Karte, und zwar ist das ein Babydrachenrüstung. Und euch Karten geschenkt bekommen, sehr schön. Dann nehmen. Wollen wir gleich nochmal nach. Und öffnen mal die Gratis-Truhen. Vielleicht durch irgendeinen Zufall kriegen wir den Babydrachen mit Rüstung, aber wir gucken mal in den Shop. Da ist ja ein Angebot. Den wollen wir aber nicht. Nee. Wollen wir nicht. Nee. Okay, gucken wir mal weiter. Vielleicht kriegen wir heute den Babydrachen mit Rüstung. Würde mich aber sehr wundern, weil es eine legendäre ist, glaube ich, so wie das aussah auf jeden Fall. Und ihr wisst ja, wie ich mit legendären stehe. Ich muss mir die kaufen, ansonsten kriege ich sie nicht. Ja, so ist das nun mal, leider Gottes. Ja, waren jetzt nicht so gute Sachen drin, aber okay. Wir können ja mal reingucken. Guck mal, warum habe ich den denn eigentlich schon? Achso, weil ich... Den will ich gerne haben, aber den habe ich nicht. Warum ist der denn so hell? Die auch. Die habe ich aber nicht. Das auch nicht. Guck mal, wir finden voll viele legendäre Karten. Bald. Okay, der wird bald kommen. Hier ist er. Inferno-Drache. Boah. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ist genau wie die andere Karte. Das sind halt jetzt Drachen, die am Boden und in der Luft angreifen können und Nahkampf sind. Ob sich das wirklich so lohnt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das weiß ich nicht. Aber wir lassen uns mal überraschen. Einfach mal überraschen lassen. Okay. Oh, ein Pumperunner-Schwein, das ist kein Problem. Das hauen wir weg. Oh, sehr schön. Dann würde ich gerne einen Beilagetest machen. Glück, noch ein Plan. Beilagetest ist vorhanden. Wie es aussieht, hat er keinen. Entweder kein Beilage oder hat er keinen Tester. Eins von beiden wird wohl stimmen. So. So und so. Und noch ein paar Barbaren dahin und dann sollte die Sache geritzt sein. Dann sollte der Donald down gehen, der Kollege. Dann sollte der Donald down gehen. Ja, ja. Schlitz, 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 schlitz. Okay, aber das sieht gut aus. Guckt euch den Damage an, Mann. Oh, nice. Das ist richtig schön. Das freut mich. Gleich erste Tower. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Das freut mich sehr. Okay, da hat er den schon rausgeholt. Das ist sehr gut. Dann kann ich ihn mich mit dem wunderschönen Skelett-Armeos vielleicht ein bisschen Damage an dem Tauwehr machen. Ich weiß aber nicht genau. Sieht aber aus, als wäre das minimal 0, nicht viel an Schaden. Aber gut. Aber gut. Oh, das ist rendered oder was? Ich probiere mal. Stimme. Wohin? Wohin des Weges? Hat er aufgegeben? Ich guck mal, weil wenn er die nicht deft, dann hat er aufgegeben. Okay. Es könnte wirklich sein, dass er aufgegeben hat. Deswegen war ich da einfach mal alles hin, dass ich einfach durchrushe. Das sieht sehr stark danach aus. Zack, zack, zack. Trotzdem bekommt er ein gutes Spiel. Trotzdem bekommt er das, ja. Sehr schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das freut mich. Viel Glück. Verpeils. Das sieht ein bisschen wie verpeilt. Aber gut. Ich will keine Vorurteile haben, ne? Ich will einfach nur gucken, wie der Gegner ist. Wäre so spielend tot.
Vielleicht spielt auch Gott, vielleicht nicht. Alles werden wir herausfinden. Nein, nimm mich ab, dann wirklich richtig Stress ist, wenn das Licht angeht. wir konnten jetzt zwar nicht so viel Damage machen, wie er bei uns gemacht hat, aber wir konnten akzeptablen Damage machen, würde ich sagen. Das war jetzt nicht so schlecht. Also von daher, nicht schlecht. So, der Gegner möchte nichts. Gut. Dann gehen wir in die Vollen und sind die richtig Tollen und hauen hier richtig rein. Du musst das sein, Schwein. So, er wird jetzt gleich wieder eh wahrscheinlich mit dem Fliegenden ankommen oder mit dem Pfeilhagel. Oder mit einem Showtime! It's Magic Man! Kann natürlich auch sein. Aber damit habe ich kein Problem, Mann. Damit habe ich einfach null Probleme. Oh, ich habe null Probleme. Wow. Weil ich habe einfach null Probleme, oder? Ich freue mich drüber sehr sogar. Ich habe gerade nicht hingeguckt. Was kann eigentlich sein? Ich habe nebenbei Fernsehen geguckt. Ich sollte den Fernseher nebenbei ausmachen. Das ist nicht gut. Was hat er gemacht? Immer so meine Einheiten tot. Die ich da hingeworfen habe. Habe ich die überhaupt richtig geworfen? Fuck. Das hätte alles schöner enden können auf jeden Fall. So, wir müssen da irgendwie durch, das ist ganz klar. Frage ist nur wie, frage ich ja. So. Zack, zack, zack. So schön, so schön. Wir wollen den Gegner peinigen sehen. Oder sowas in der Art. It's Showtime! It's the kind of magic, 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 magic. Oh yeah, ach nö. Unfair. Ah, da habe ich mir ein paar Schlückchen Leckerien Expresso gegönnt. Tut mir leid. So. Viel Glück, Herr Gegner. Oh, jetzt will er das aber wissen, will er das. Er will es wissen, oh yeah, er will es wissen. Ich glaube, dem Gegner geht es gleich ziemlich mehr beschissen. Es ist David L. von Lasers Furiosos. Oh yeah. Oh yeah. So, einmal ein Pfeilhageltest auf der Seite. Auch wenn wir jetzt gerade wieder zu viele Elixier geracet haben, um den Test auszuführen. Aber hey, liebe Leute, kennt ihr schon den neuesten Dreh? Das ist dieser Kramberger, ganz doll bestrichen mit Quallen-Gelee. Oh yeah. Oh yeah. Könnt ihr euch um den, wie nennt man das, Ballon kümmern? Das große Ding, was da rumsteht? Ach, dankeschön. Sehr nett von euch Einheiten, sehr nett. Sehr nett und freundlich, muss ich ja schon sagen an dieser Stelle. So, Hexe gegen Hexe, meine wird gewinnen, weil die ein Level höher ist. Ist ja easy going. So, und da reißen wir den Turm jetzt ab, wenn er da nicht deft, dann ist er down. Okay, er hat gedeft. Der Arsch. So. Ich würde sagen, 3, 2, 1, Sklapp Arme! Voll rein da, Mann, voll rein da. Oh no, ich finde das nicht so nett, dass du immer holst diesen Tower aus dem Deck. Der kommt immer aus dem Boden, Mann. Ich verzweifle ab und an da dran. Aber hey. Ich muss euch sagen, es ist doch ganz schön okay. Aber hey. Ich muss euch sagen, es ist doch ganz schön okay.
Ja, so ist das hier nun mal. Wir werden jetzt aber voll straight auf die rechte Seite durchgehen. Mir egal, weil das Einzige, was er machen kann, ist ein Unentschieden. So, und wir können wesentlich mehr rausholen, das ist ganz klar an dieser Stelle. Zack, Schlitz, Schlitz, Schlitz. Zack, 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 Schlitz, Schlitz, Schlitz. Okay, jetzt wird's interessant, weil ich verkackt habe. Ich habe hardcore verkackt, Mann. Ich hab so hart verkackt, das glaubt ihr gar nicht. So, wir suchen eine neue Runde, auf geht's. Und ich muss gleich echt mal nach unten, weil ich permanent unten. Also, falls ihr das nicht wisst, mein Zimmer ist oben. Ich höre unten permanent Geräusche, als würde da jemand langlaufen, um die Türen offen zu machen. Und ich muss da gleich auf jeden Fall nachgucken, ob da wirklich irgendwer ist oder nicht. Weil ich momentan noch allein zu Hause bin. Dann wäre das schon gut, wenn ich da nachgucken würde, oder? Was sagt ihr dazu? Wäre doch schon ziemlich optimal, wenn man denn guckt, ob da ein Einbrecher ist oder nicht, ne? Glaube ich. Habe ich auf jeden Fall gehört, dass sowas ganz gut sein soll. Danach zu gucken. Ob das stimmt, weiß ich nicht genau, ne? Aber habe ich gehört. Habe ich gehört. So, der sollte auf jeden Fall nicht weit genug durchkommen. Der sollte vorher abgeballert werden. Das sollte ein Problemo sein. Zack, Junge. Zack. Okay, du willst also wissen mit der Valkyrie. Okay. Okay, du willst es wissen. Ist okay, Mann. Ist okay. Ich hau dich trotzdem um, yay. Oh nein! Oh man, nicht schlecht. Da hat er echt nicht schlecht gemacht, den Pfeilhagel. Das war ein super guter Pfeilhagel. Perfekten Moment gehauen. Der war echt gut, Mann. Der war echt gut. Muss ich dem Gegner jetzt mal lassen an dieser Stelle. Muss ich ihm echt lassen, ne? Ah, das ärgert natürlich dann so ein bisschen. Das wäre easy safe gewesen. Aber er hat einfach darauf gehofft, dass ich wirklich wieder die gleiche Taktik mache. Darauf hinaus hat er einfach den Pfeilhagel gespielt. Einfach, vor dem Glück, sag ich mal. Einfach das vor dem Glück hat er geschossen. Es hätte natürlich auch ganz anders ausgehen können. Ich hätte natürlich auch ganz anders spielen können und so weiter. Das war ja mal eine Glückssache von ihm gerade. Aber es war eine gute Glückssache. Er hat dadurch es geschafft. Und das ist schon mal eine Sache, die nicht so einfach ist. Ne? Das ist natürlich eine Sache, die nicht so einfach ist, Leute. Das ist ja ganz klar an dieser Stelle. So. Schlitz, Schlitz, Schlitz. So muss das ins Gesicht. Immer weiter. Ich geb Gas. Wir wollen durch in den Mars. Okay. Langsam gefällt mir das so. Null, dass ich da nicht durchkomme, Mann. Nein, so null gefällt mir das. Aber ist okay. Es ist okay. Nicht. Es ist okay, aber ich sag einfach nicht, Mann. Es ist okay, weil ich will doch mal kommen. Du bist halt nicht so dämlich, Mann. Du würdest so geil auf Kronenkau hinausgehen können und damit noch easy eine Krone holen können. Aber nein, du bist einfach ein Bastard. Entschuldigung. So heißt er doch ein Name, Alter. Hall of Fame. Am Arsch, Mann. Du bist voll auf Blame, Alter. Was für eine Marge bist du doch. Ja, aber das ist einfach lächerlich. Man geht doch nicht auf eine Krone, Mann. Man versucht doch Minimum 2 Kronen rauszuholen. Nein, mir fehlt ja so. Es fehlt nur eine Krone. Okay, dann schützt mir wirklich leid, dass ich geflamed habe. Aber eigentlich fehlt dir keine eine Krone. Das heißt, es war einfach der Schwachsinn, dass du einfach so reagiert hast. Hättest du anders reagieren können, hättest du mehr Kronen geholt. Und das wäre einfach schwachsinniger. Also, wäre schlauer gewesen. Aber nein, er geht einfach nur auf Kronen. Er geht nicht mehr auf Kronen-K.O. Er geht einfach um. Ich habe eine Krone, ist ja safe. Ich gehe nicht auf extra safe oder so oder auf Unterschied, bla bla bla. Vielleicht will er auch einfach nur die Kisten haben. Es kann sein, dass er einfach nur Kisten fahren will, aber das ist einfach nervig, Mann. Oh, Entschuldigung. Hat hier ein Double Triple Achtel Time gelabert hier. Was ist da los? Was ist da los? Habe ich gefragt. Und der Kommissar, doch der Kommissar hat gesagt, sind Sie betrunken? Ja, ich habe geantwortet. Ich meine, wir? Und er sagt, es ist noch nicht vor 4. Guten Tag, Kommissar, was geht denn ab da? Ich frag mich nur, haben die auch getrunken, Mann? Ich freue mich immer drüber dann, dass man was trinken kann.
Frag mich nicht, woher ich das Lied gerade einfach so im Kopf habe. Aber ich musste einfach gerade andenken. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, es gibt nicht mal so ein Lied. Aber. Das wäre doch ein cooles Lied, oder, Schnecke? Hammer. Hammer, das wäre doch ein cooles Lied, oder? Hammer. Hammer, wenn er hämmert. Hammer, wenn er hämmert. Und dann hämmert er im Kopf drin. Hör mal, wer der hämmert, hör mal, wer der hämmert, dann hämmert dort in dem Kopf drin. Dann hämmert dort in dem Kopf drin. Da hämmert dort in dem Kopf drinnen, yeah. Hör mal, wer der hämmert, das hämmert da im Kopf. Hör mal, wer der hämmert, denn der hämmert, der muss schrott. In. Hör mal, wer der Hämmer, der Hämmer bei mir im Kopf. Hör mal, wer der Hämmer, der Hämmer, der geht ab. Aha. Aha. Aha, 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 I like it. Aha, aha. Oh, oh, aha, aha, I like it. Aha, aha. So, Kollege Stinkstiefel, willst du unbedingt mit deinem Päcker durch oder lässt du lieber deine linke Seite? Weil sonst zerstöre ich gleich deine ganze Basis! Entschuldigung. Ging's gerade ein bisschen mit mir durch, Mann. Das ist halt so lächerlich. Der kriegt nicht mal einen Turm, weiß er auch nicht. Oh, er hat einen Turm bekommen. Das ist ja ein krasser Gangster. Gutes Spiel ist vorbei. 3 HP, was jetzt machen wir? Bye bye. Oh yeah, hat er Gift hingemacht. Als ob Gift instant Viecher töten würde, Mann. Das tötet nicht mal eine Skelettarmee instant. Dauert schon ein paar Sekündchen. Hey, nicht ein paar Sekunden. Ja, wobei doch, ein bisschen dauert das auf jeden Fall, ne, aber. Es war ein ziemlicher Verzweiflungsakt. Drei Gefühle. Oder so. Bin mir unsicher. So, go, go. Oh, nur noch einer ist kein Problem. Den können wir durchlassen. Warum wir es können? Oh, oh, hat er nicht, hat er, hat er nicht, hat er. Okay, ich fange nicht schon wieder damit an. Ist okay. Ist okay. Ich fange nicht wieder damit an. Ist alles Roger in Gamboa, ist alles okay auf der Odyssee. Und jetzt schlitz, 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 schlitz auf die Hexe. Warum dreht sie sich um, Mann? Die hat sich noch nie um. Sie ist voll die Cheaterin, Mann. Voll die Cheaterin. Das ist voll die Cheaterin. Glanometest! Beilagetest man nicht eigentlich. Oh, das war aber ein feuriger Deathpoint hier, Alter. Der hat auf der rechten Seite mit Mini-Feuerbällen gedefft und auf der linken Seite mit einem großen Feuerball, Junge. Kannst du nicht machen, Mensch. Ist doch heiß. Sollst du dann tun, wenn man sich verbrennt? Dann musst du da drauf aufpassen, ne? Dass sich keiner verbrennt, Junge. Bist du dir deren Verantwortung überhaupt bewusst? Kollege, bist du dir das bewusst, dass das ganz schön die Verantwortung ist, Mann? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und ich komme immer creepiger rüber. Aber hey! Hey, Tudam! Entschuldigung, ich wollte irgendwie nachmachen. Ich weiß noch nicht genau wen. Ich bin einfach so im Kopf gekommen. Oh, jetzt hat er die Feuerbälle rausgehauen. Rausgehauen. Die Skater ist unterwegs, man braucht. Man glaubt es kaum. Doch sie wollen raus und wollen den Gegner zerstören und wollen danach hören, dass sie gute Arbeit gemacht haben, tun, gemacht haben, tun. Aha, I like it, aha, aha, oh, oh, aha, aha, I like it, aha, aha. Aha, aha, I like it, oh, oh. Okay, Mann. Okay, 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 wir können das schaffen. Wir müssen einfach nur an uns glauben. Und ich glaube, ich lasse sie einfach durchlaufen, damit wir auf der anderen Seite Stress machen können, damit wir durchlaufen können und gewinnen können. Bei Chronen K.O. ist nie so schlecht, wie man denkt. Aber es ist Chronen K.O. Keiner mag es, keiner liebt es, jeder hasst es. Nee, andersrum.
Scheiße, ich hab meinen Text verkackt. Konika, Konika, jeder kennt es, jeder hasst es, jeder liebt es oder irgendwie sonst. Ich hab das verkackt, Mann. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. No, das ist ziemlich bitterer. Dies ist recht bitter an dieser Stelle. Ja, ja. Komm, mach kaputt, Junge. Die kleine Bogis. Yay. Gutes Spiel, gutes Spiel. Gutes. Rief. Konika, jeder kennt das, jeder hasst es, wie er liebt es oder so. Ich hab's echt verkackt, Mann. Ich bin mir so unsicher, ob das überhaupt so richtig ist. Oh, damn. Aber egal, wir öffnen gerade den Kronentor und da drin ist... Gold. Juwelen. Knall. Bomberman. Oh, noch ein paar Bogenschützen. Oh, es fehlen nicht mehr viele, Mann. Oh, das ist geil. Nur noch... lass mich gleich nur um 83. Bogies. Nice. Das freut mich auf jeden Fall. Weil es euch auch freut und euch der Part vor allem auch gefreut hat, würde ich mich natürlich über eine Wertung und über einen Kommentar freuen. Und würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Clash Royale. Wir haben 10 Punkte, 10.000 Punkte über. Lassen wir erstmal über. Weil vielleicht gibt es ja irgendwann mal 10.000 Dings wieder Angebot. Oder wir können irgendwann was richtig Fettes upgraden, zum Beispiel unsere Bogenschützen. Weil die werden bestimmt auch einiges kosten auf 10, Mann. Die werden bestimmt 8.000 oder so kosten. Ja, hier, 8.000. Da müssen wir noch ein bisschen sparen. Aber ist kein Problem. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Okay, Tom. Ciao, ciao und bye, bye.